Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück hier zum Gas Station Simulator. So, weiter geht's und auch direkt schon hier gleich mit der Kasse. Dann werden wir uns mal hier durch die Schlacht begeben. Jawohl, und wir scannen die nächsten Sachen ein. Perfekt. So, finde einen Weg, das Lagerhaus zu betreten. Machen wir gleich. Aber erstmal bedienen wir hier die Kunden. Und Action. Oh, 19 Liter. Boah, ich glaube, ich muss da demnächst mal bestellen wieder. Ich glaube, wir sollten noch mal eine Fuhre Stoff holen. So, einmal auffüllen. Dankeschön. Und dann gehen wir mal gucken. Nach dem Lagerhaus. Finde einen Weg, Lagerhaus zu betreten. Oh, aha. Ist kein Schlüssel, ne? Aha. So, hängt da ja noch. Weil der, das ist das abgesperrte Ding hier. So, jetzt habe ich den Schlüssel. Und dann können wir auch das Lagerhaus hier öffnen. Zack, einmal so. Machen wir mal hier auf. Entferne die Heuhaufen. Ja. Mit dir. Tee schließen. Du störst ein bisschen. Hier muss ich dann auch einmal aufpassen, ne? Nicht, dass da der Dennis immer hier mopsen geht. Wird auch mal ziemlich hektisch werden mit Warenanlieferungen und hast du nicht gesehen. Mal nehmen wir den noch mit. Mal den Heu hier entfernen. Und dann können wir nämlich hier das Lagerhaus in Betrieb nehmen. Oh, das war jetzt aber weit vorbei. Upsala. Aber guck mal, hier haben wir noch eine Tonne. So, einmal rein mit dir. Zack. Da schmeißen wir mal gar nicht erst rum. Sondern hinzu. Dass wir es einfach reingelegt kriegen. So, das schmale Teil noch. Dann haben wir auch gleich das Lagerhaus für uns ready. Erstmal alles sauber machen hier, ne? Erstmal alles sauber machen hier. So, und der passt noch da hinten drauf, ne? So, stell das Lager über den Hauptbildschirm-PC wieder her. Machen wir. Bin ich auch ein PC? Na klar. So, Aktualisierung. Lager. Einmal freischalten. Aufgabe erledigt. Schön. Wunderbar. Klappt doch wie am Schnürchen hier. So, und jetzt kommt natürlich auch gleich die erste Lieferung an. Wir müssen aber erstmal gucken, wir hier mal zack. Und ich glaube, wir haben in der Kasse auch noch einen. Oh, ja, 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 ja. Also, die warten ja auch nicht ewig. Ich mal von aus. Ups. Da ist aber einer weggeschossen. Ho, 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 ho. Ja, da würde ich mal sagen, das kriegt der Kunde natürlich umsonst. Ja, ich weiß. Tut mir furchtbar leid. War nicht meine Absicht. Sie könnten sich eigentlich auch ein neues aus dem Regal nehmen und trotzdem dafür bezahlen. Aber egal, möchten sie natürlich nicht. Gut. Und zack, fertig. So, er ist da. Nein, er ist nicht da. Anni, bestelle zusätzliche Produkte. Ich muss ja erstmal bestellen, ne? Aber nimm erstmal hier den Kassiervorgang. Zack. Na, 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 na. Zack. Und hier. Und da. Oh, na, du kaufst aber ordentlich was ein hier. Schön. Ja, werden wir jetzt erstmal hier kurz die E-Mail hier durchklicken. Zack, weg mit dir. Alles klar. Produkte. Und zwar, ja, Alkohol machen wir noch nicht. Da haben wir jetzt noch keine Regale. Wir nehmen mal eins, zwei davon. Die grünen sind immer ganz gut, weil die sind gerade günstig. Deswegen packen wir das jetzt mal ein. Wir nehmen noch ein paar Snacks mit. Das da und das da. Einmal Warenkorb. Wir haben jetzt, oh, Lager 290. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen was wegnehmen, ne? Hm. Nur noch mal ein bisschen was weg. Ja, so müssen wir so bestellen. Am Anfang ist halt das Lager noch nicht ganz so. Und nicht ganz so vorhanden, ne? Immer aufheben. Zack. Oh. Und da haben wir wieder Müll hier in der Ecke, ne? Die eine Ecke jetzt. Ist ja jetzt hier freigeschaltet. Bringen wir mal den Müll hier auch gleich mit raus. Ui. Ja, da
musste ich gerade kurz niesen. Da war nichts mehr mit weiterlaufen und weiterarbeiten. Nee. Naja, macht nichts. So, tanken wir dir raus. Oh yeah, das geht ja voll ab hier. Ja, das wird eine geile Tankstelle. Das wird sowas von affengeil. Ich schwöre euch, das wird eine Hammer-Session hier. Wir rocken die Bude. So, raus mit dir. Gott-Monitor hier, ne? Ah, die alten Röhrenfernseher noch. Ach, wer kennt sie noch, ne? Wer kennt sie noch? Ja. So. Warte mal, machen wir mal so. Hier das ganze Kleinzeug. Machen wir mal so machen. Zack. Ah, Hunde an Kraftstoff, Lagerhaustor. Ah, warte. Ja, klar. Ist schon da, ne? Hab jetzt völlig verpeilt. Einmal öffnen und rein da. Muss mir hier noch einen richtigen Weg durchbahnen. Tschüss. See you later, Alligator. Bist du draußen? Ja, wunderbar. Alles klar. Hat geklappt. Wunderbar. Lagerhaustür ist zu. Jetzt sollten wir mal schnell an den Kraftstoff. Oh, die Polizei wartet. Uhu. Wir tanken voll, dann können sie weiter auf Streife fahren. Sehr schön. Sehr, sehr gerne. So. Zack. Für sie noch ein paar Snacks. Ihr Kollege ist, glaube ich, schon weitergefahren. Ich möchte sie bitten, einfach Platz zu geben. So, Zehner platzieren. Auch nochmal. Ja, auch eine geil. Lagerhaus, Getränke, Regale, Lage am Flughafen. Natürlich noch nichts da, ne? Aber gut. Packen wir da rein, das rein. So, das ist dann soweit mal gefüllt. Oh. Ah, Mist. Habe ich den da ausgenommen einfach. Oh, shit. Ja. Krieg den da nicht mehr rein, wa? Krieg den da nicht mehr rein. Egal. Komm, wir drehen ihn auf die andere Seite. Ein bisschen schneller. Schnelles Drehen. Naja, ist klar. Geht doch. So. Und wir befüllen sie mal. Zack. Zack, 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 zack. Ein bisschen von jedem etwas rein. Ich würde sagen, hat noch Platz, ne? Ja, hat es noch Platz jetzt. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Ja, wunderbar. Zieh dich durch. Klasse. Nächster Schrank. Rutz. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir immer schön Geld verdienen hier. Lass mich mal kurz gucken da hinten. Die Heuballen, die waren nicht richtig drin. Und dann würde ich nämlich nochmal die Müllabfuhr bestellen gleich. So, rein mit dir. Mal den da auch. So, und dann bestellen wir nämlich nochmal die Müllabfuhr. Wir noch mal den ganzen Müll wegführen, damit wir wieder Platz haben. Aber erstmal ein Kunde hier. Und wir müssen noch einen Anruf gehen. Ach, der muss jetzt warten, der Onkel. Da gehen wir jetzt mal ran, ne? Ja, was will der? Ich sehe, du arbeitest hart daran, deine Tankstelle wieder zum Laufen zu bringen. Gut. Ich würde es nicht anders haben wollen. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass ich nicht der Einzige bin, der dich beurteilt. Sicher, dein Onkel weiß besser, wie man ein Geschäft am Laufen hält. Und er möchte dich florieren sehen. Aber meine Anerkennung geht nur so weit. Die wirkliche Anerkennung, auf die du achten musst, ist die deiner Kunden. Wenn sich die Verleumdung herumspricht, kannst du sogar ägyptische Diamanten umsonst verkaufen und niemand wird sich interessieren. Halte deine Kunden bei Laune, hörst du? Na klar. Popularität. Sammle positive Rückmeldungen von Kunden, um die Popularität der Tankstelle zu erhöhen. Eine höhere Popularität erhöht den Verkehr rund um die Tankstelle, was wiederum die Zahl der Kunden erhöht. Positives Feedback kannst du erhalten, wenn die Tankstelle sauber ist. Eigentlich sauber, ne? Sauber ist und effizient betrieben wird. Genau. Machen wir. Ist doch überhaupt kein Ding. So, Kunde an Kasse, wir sind da. Wir haben auch später noch Personal, was uns da denn hilft, unterstützt. Und da freue ich mich auch schon total riesig drauf, dass alles so läuft, wie wir uns denn eigentlich so vorstellen. Ne? Nachricht, zack,
Was soll man denn machen? Kaufe einen WC am Computer. Oh, ein WC. Und die jetzt auch noch hier pinkeln gehen. Na gut, einfache Toilette. 150. Ach, hätten die auch gratis machen können, ne? Na ja, gut. Alles klar. Hier geht die Toilette mit einem Besen. Will ich das? Ja, natürlich will ich das. Naja, vielleicht sollten wir vielleicht erstmal den Müll hier entsorgen. Ach, guck mal, schon der erste Kunde. Schon der erste Kunde auf dem Klo. Immer den Müll entsorgen. Ach, siehst du, die haben uns noch gar nicht geholt. Mal den Eimer aufheben. Den Wischeimer brauchen wir nicht. Da gibt es was Neues. Ich habe nämlich einen Besen. Besser als die der Wischmob, ne? Alles klar. So, erhöhe die Popularität Level der Tankstelle um 1. Natürlich. Überhaupt kein Ding hier, ne? Was wollten wir holen? Wir wollten Dienstleistung holen. Und zwar die Abfallsammlung. Kostet mich ja nichts, ne? Die ist ja hier noch völlig kostenlos. Das ist so schön. So, zack, zack. Nice. Nice. Nice, nice, ne? Nice, nice macht der Kollege hier das. Und auch du, 17 Liter bestellt. 17,5 Liter kriegst du. Perfekt mit Trinkgeld. Ja, und jetzt heißt es einfach aufbauen, aufbauen, aufbauen. Ne? Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen. Ich glaube, hier mache ich so die Snacks rein. Du da, und du kommst mal hier. Weißt du was, dich werde ich jetzt... So, ne. Kann ich ja gar nicht, ne? Aber weißt du was, du kommst auch mal weg. So. Zack, weg mit dir. Ja. Wie streichen wir die Wände denn später hier drin? Hm, das muss ich mir noch überlegen. Das weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht, wie ich das jetzt gerne haben möchte. Hab dich wohl. Dann geht der nächste auf dem Klo. Da kommt schon die Müllabfuhr. Aber wir haben nur eine Zapfsäule und wir haben auch nur eine Kasse. Kleines bisschen an Snacks. Lass mich mal gucken, was das alles so kostet. Und zwar bräuchten wir ja Einrichtungen, mal weitere Regale. Ich glaube, Zigaretten und Alkohol. Wird auch nochmal richtig gut gehen, ne? Aber dann nehmen wir auch gleich gucken, das große Regal. So ein kleines Regal, das brauchen wir gar nicht machen, ne? Hier auch Alkohol. Oh, 239, das Regal schon, ne? Eiscreme. Hm, Eiscreme würde ich jetzt, glaube ich, an zweiter Stelle packen. Würde jetzt, glaube ich, erstmal Alkohol und Zigaretten holen. Bei den Snacks muss ich halt immer gucken, wie wir das machen. Und in der Zwischenzeit bedienen wir hier mal die Kasse. Oh, oh, das wäre jetzt aber knapp. Das wäre fast ins Auge gegangen. Jawohl, perfekt. Wieder Trinkgeld. Und wieder haben wir ein an der Tankstelle, an der Absäule. Und den bedienen wir auch. Wieder Trinkgeld. Das macht doch die Arbeit schon etwas leichter, ne? Alle sehr spendabel, die Lieben. Sind alle sehr, sehr spendabel. Schön, dass du es gelehrt hast. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Ach, guck mal, weißt du was? Wir können doch mal mit unserem Rudi auch einfach schon mal... Otter steht bestimmt wieder da hinten. Der setzt sich also zurück, wenn ich auslocke. Alles klar. Mensch, Mensch, Mensch. Eigentlich wollte ich ihn da vorne parken lassen. Aber gut. Ist halt nicht so, ne? Wenn er mal Rudi mit... Da werden wir einfach schon mal die Sandhaufen da wegbewegen. So, weg mit dir. Kusch, kusch, die Waldfee. Jetzt komme ich. Der dicke Rudi. Also hier werden ja auch noch Parkplätze gemacht. Oh, da muss ich zweimal dran. Das ist aber viel Dreck. Eieiei. Was der schlucken tut, das ist Benzin. Und das gar nicht mal so wenig, ne? Wie man da unten sehen kann. Der schluckt schon ordentlich, ne? Das ist ein richtiger Schluckspecht. So, abliefern. Rückwärts. Haben wir schon Kunden an der Kasse? Nee, aber da ist auf jeden Fall ein Auto. So, stelle ich mal wieder hier ab. Zack, so, fahr mal weiter. Wir nehmen die Zapfsäule. Auftanken. 14,3 Liter sollen sie kriegen, my lady. Bitteschön, dankeschön. Und dann auch gleich mal wieder das. Ah, aber kein Trinkgeld. Ah, keiner an der Kasse, ne? Jawohl. Oh,
Oh, ihr mit euren Drecksfüßen. Aber naja, der Boden sieht auch nicht wirklich goldig aus, muss ich ja mal sagen. Haben wir hier eigentlich noch Benzin, Dietrich, genau. Oh, Kasse. Natürlich. Mein Herr, was wünschen Sie? Was haben Sie eingekauft? Ich ziehe es Ihnen über den Scanner. So, zack, 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 zack. Oh, das war knapp. Das war knapp. Den hätte ich fast nicht erwischt. Erfolgreicher Scan 7. Erfolgreiche Combo 7. Na, wunderbar. Klappt doch. Sehr schön. Rudi. Rudi, wollen wir mit dir nochmal eine Runde drehen? Da hinten schon mal frei machen. Keiner Schaden. Noch haben wir ein bisschen Ruhe hier drin. Noch ist es nicht ganz so hektisch. Und mitnehmen. So. Wäre nämlich das hier auch. Wobei, ne? Müssen wir aber noch freikaufen, ne? Damit die Leute auch da wirklich parken gehen. Aber hey, er ist schon mal fertig geschaufelt. Und ja, hin und wieder werde ich dann immer wieder mal abschaufeln. Die anderen freimachen, ne? Jetzt haben wir aber erstmal wieder einen Kunden an Kraftstoff und an der Kasse. An der Kasse sogar zwei. Oho, hallo. Na dann. Auf und davon. Wir machen das. Wir machen das. Zack. Du bist am schnellsten erledigt. Ja, tut mir leid, dass sie warten mussten, aber ich musste noch ein bisschen Staub putzen gehen. Okay, so, der nächste. Bitte schön. Gern geschehen, immer wieder gerne. Und der nächste immer wieder putzen, damit das Laufband schön sauber bleibt und wir schön abkassieren können. Nochmal und nochmal und der nächste ist fertig. Oh, was passiert jetzt? Popularität Level 2. Ah, okay. Und die Popularität auf Level 2 hoch gehabt. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Oh, für eine Werkstatt über den Hauptpilz. Nein, noch nicht die Werkstatt. Müssen wir echt die Werkstatt schon in Betrieb nehmen? Oh mein Gott. Ja, damit auch schön. Stress kommen. Da kosten 500. Eigentlich will ich es noch gar nicht. Kann ich auch noch gar nicht. Ich habe nur 240. Oh. Wie schade. Da müssen noch ein paar Kunden hierher, ne? Gucken wir mal die Kunden hierher. Da ist einer auf Klo, ich sehe die Schuhe. Oh, hey, tschüss, hab nichts gemacht. Entschuldig. So, Kraftstoff haben wir noch drin, ne? Da brauchen wir noch nicht bestellen. Nice, good job, natürlich. Immer. Okay. Der war nur auf Klo. Aber ich glaube, der zahlt auch, ne? Ich glaube, 1,50 Dollar für einen Klogang. Gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir den kleinen Sandhaufen da hinten. So. Ja, der war wirklich klein. Das eine Schaufel, ne? Ich mag das Spiel. Das Spiel ist wirklich, wirklich schön. Ich mag's. Rudi! Und abladen. Na, müssen wir bald wieder voll tanken, ne? Dann sollten wir bald wieder tanken, bevor wir wieder stehen bleiben oder so. Ja. Haben wir einen schönen Kanister. Könnte ich eigentlich mal nebenbei voll machen, den Kanister, oder? Ist auch mal ganz praktisch. So, komm her. Wir haben eh gerade nichts zu tun. Ist gerade noch sehr flockig. Und rockig hier. Oh, schön, hast du das gemacht. Ein da einmal hin. Jawohl, das wird wahrscheinlich der nächste Kunde. 392 haben wir. Anfang läuft das hier alles noch ein bisschen wie geschmiert, ne? Ja, sehr gut. Oh, Kunde an der Kasse. Alles klar, nehmen wir mit.
Nehmen wir mit, umso mehr Waren wir haben, umso mehr Geld machen wir später auch, ne? Ich glaube, mit der Werkstatt werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, bevor ich die hier wirklich öffne. Weil das kostet mich natürlich auch an Räder und so schon ordentlich Geld, ne? Das kann ich einfach noch nicht ableisten. Also bauen wir uns hier erstmal auf. Und zack. So, 17% haben wir hier. Lass mich mal kurz hier reingucken. Aktualisierungen. Ja, das ist die Werkstatt. Ah, okay, da kommt dann bei Stufe 3 ist denn Lager auf 2 schon mal. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Management. Mal, da könnte ich hier ein- und ausschalten. Das kenne ich noch nicht. Also darüber muss nicht hier hinlaufen. Cool. Ist ja auch geil. Also das kenne ich von damals noch nicht. Finde ich sehr nett. Zapfsäule. Könnte ich ausschalten. Das ist ja mal geil. Da können wir zwar die Werkstatt holen, aber eigentlich ausschalten. Das ist separat. Das ist ja... Oh, toll gemacht. Toll gemacht. Bin ich begeistert. Bin ich begeistert. Ich muss mal gucken. 0 Uhr. Um 0 Uhr müssten, glaube ich, immer die Sachen resettet werden. Gucken wir bei den Snacks mal. Ah, es ist einfach noch nichts. Noch nichts war da, ne? Auf Lager 31. Das Rote will ich nicht, da will ich mich weigern. Mr. Burton, auf Lager nichts. Das haben wir auf Lager. Tropico haben wir auf Lager. Ja, dann nehmen wir mal von dem mit. Und vielleicht schon mal. Nee, okay. Ja, dann bring uns mal 114 könnten wir, ne? Dann könnten wir aber doch tatsächlich Tropico, ja. Ja, komm, machen wir es so. So. Dann liefer das mal einfach. Das passt. Dass wir das nämlich hier mal ein bisschen gefüllt kriegen. Und halt nicht immer dauerhaft dieselben Waren hier, ne? Das gilt einfach nicht. Vor allem, ich habe auch kein so großes Lager. Das muss einfach so funktionieren, wie es erstmal ist. Ich kann ja mal versuchen, hier, da, das kostet mich ja, glaube ich, gar nichts. Ja, das Fegen sowieso nicht. Aber eigentlich wollte ich Inseln. Das ist dann wieder Farbroller. So, ich glaube, ich mache mal hier drin erstmal weiß. Bis ich mich wirklich entschieden habe, welche Farbe ich hier drin mache. Aber ich glaube, weiß ist ganz gut. Weiß ist recht neutral. Auch immer im schönen grünen Bereich bleiben. Okay, komm, komm. Ja, das schaffst du. Ich habe gleich einen Kunde am Kraftstoff. Auch okay. So. Du kannst mal shiften, aber mit Shift, wenn du die Farbrolle hast, kommst du halt zur Farbauswahl. Nur mit Shift laufe ich auch immer schneller. Einmal an der Kasse. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Ihre Bestellung bitte. Dankeschön. Nehmen wir ein paar Bellies. Ja. Ein Snack nebenbei, ne? Das ist doch auch ganz nett. So, wie sieht's aus? Der ist gleich da. Na, dann machen wir dir mal die Karre hier auf. Und dich werde ich mal raus befördern. Ich muss warten, bis der drin ist. Damit ich hier, weil der Lagerraum ist natürlich überhaupt nicht aufgeräumt. That'll do. Jawohl. Perfekt. Der ist schon wieder weg. Der ist schon wieder weg. Lieferung, Lagerhaustür. Na klar, jetzt ist er weg. Schön, aber mal hier mal ein kleines bisschen aufräumen. Damit es auch hier mal ein kleines bisschen gemütlicher aussieht, ne? Machen wir das so. Machen wir das so. Waren die Fenster noch abgedeckt? Bist du... Oh,
die ich hier irgendwie raufkriege, weiß auch noch nicht so ganz. Was die Laterne unterwegs. Ja. Jetzt, das passt doch so. Das ist doch ganz in Ordnung. Mal irgendwie die Karren hier voll. Ah, du hängst noch nicht richtig drin. Nee. Das ist jetzt aber... Ja, ich glaube, da muss ich einfach warten. So. Perfekt. So, nee. Wir machen die wieder zu. Jetzt kommt der kleine böse Dennis. Und will wieder ein bisschen stibitzen. Das wollen wir nicht zulassen, ne? So, Kasse und Kraftstoff. Machen wir erstmal den Kraftstoff. Der geht am schnellsten. Füllen wir den wieder ein. Und sollten wir nachbestellen, ne? Sollten wir nachbestellen. Definitiv. Und der nächste Kassenvorgang kann gestartet werden. Bitte schön. Die schöne Lieferung, Kraftstoff. Einmal voll machen, bitte. Also, 84 Dollar habe ich noch. Das dauert, bis wir hier was haben, ne? Das stinkt hier. Das stinkt. So, weg mit dir. In der Kasse ist wieder jemand. Oh, nee. Das war die Toilette. Das war die falsche Tür. Zack, 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 zack. Oh, yeah. Na, weiter. Nächster, bitte. Ja, bitteschön, gern geschehen, dankeschön. Len, lass uns mal hier auffüllen. Mensch, drücke mal die falsche Taste. Um. Warum mache ich das? Drücken F zum Aufheben. Ah, LMB. Den von denen. Süßigkeiten waren jetzt nicht wirklich was gewesen. Naja. Man sieht jetzt auch nicht so wirklich, was schon drauf ist, was nicht drauf ist. Aber ich glaube, der ist nicht drauf. Nee, den habe ich frisch gekauft. Verzieren wir mal. Naja, die hupen jetzt hier alle. Das ist auch so ein Ding, weißt du, die wollen hier raus. Und jetzt ist der Tankwart hier erstmal, ne? Und sagt sich, naja, ihr habt jetzt erstmal zu warten. Bis ich jetzt ganz gemütlich meinen Tankvorgang hier abgeschlossen habe. Und wenn wir mal sehen, dass sie dann auch ganz zügig ja, dann gehen. Kraftstofflieferung. Voll. Und der nächste. 17 Liter brauchst du. Na klar. Kriegen sie. Kriegen sie. Kriegen sie. Ist doch überhaupt kein Problem. So, aber das war's dann auch für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Denn tschüss.